Du weißt nicht, was in den Kopf vorgeht. Aus der Angst hinaus greift man dann Leute an. Von Körperverletzung bis zu ganz starken Delikten, Morden, es ist alles vertreten hier. Nicht jeder Mensch, der eine schwere Straftat begangen hat, landet im Gefängnis. Einige werden auch in einer sogenannten forensischen Psychiatrie untergebracht. Und zwar dann, wenn sie vor Gericht aufgrund einer psychischen Erkrankung für schuldunfähig erklärt wurden. Ziel dieses Maßregelvollzugs ist es, einerseits die Bevölkerung zu schützen und die zugrunde liegende Krankheit zu therapieren, um die Menschen so langfristig wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Ich frage mich, was hinter den Mauern einer forensischen Klinik wirklich passiert, welche Herausforderungen die Arbeit mit psychisch kranken Straftätern mit sich bringt und wie der Alltag für die Patienten hier aussieht. Deswegen werde ich heute einen Tag in der forensischen Psychiatrie verbringen. Jeder dritte Mensch erleidet einmal in seinem Leben eine psychische Erkrankung. Natürlich werden nur die wenigsten Menschen mit so einer Erkrankung straffällig, aber psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Burnout sind einer der Hauptgründe dafür, dass Menschen ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Deswegen lohnt es sich, mal über eine Berufsunfähigkeitsversicherung nachzudenken. Die schützt nämlich vor den finanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit, indem man durch die Versicherung weiterhin ein gewisses Einkommen erhält. Wenn ihr euch dafür interessiert, hilft euch Clark, der Sponsor des heutigen Videos. Clark ist eine kostenlose App, mit der ihr all eure Versicherungen managen könnt. Solltet ihr zum Beispiel auf der Suche nach einer Berufsunfähigkeitsversicherung sein, vergleicht Clark für euch unabhängig die Tarife aller Versicherungsunternehmen und findet das passende Angebot für euch. Über diesen QR-Code oder den Link in der Videobeschreibung kommt ihr direkt zu Clark. Herunterladen könnt ihr die App in Deutschland und Österreich. Mit dem Code TOMATOLIX45 erhaltet ihr als Neukunden einen Best-Choice-Gutschein im Wert von bis zu 45 Euro, den ihr bei unterschiedlichen Online-Shops wie Amazon, Ikea oder H&M einlösen könnt. Dazu müsst ihr einfach nur 3 bestehende Versicherungen hochladen. Ein letzter Hinweis, wenn ihr euch für Clark entscheidet, wird Clark zu eurem neuen Versicherungsmakler. Falls ihr schon einen habt, sprecht vorher mal mit dem. Ich bin der Felix. Ich bin Irina. Was ist dein Job hier genau? Ich betreue Patienten von Anfang an bis zu ihrer Beurlaubung oder Entlassung. Was ist das jetzt hier genau für ein Gebäude? Das ist ein forensischer Aufnahme- und Krisenbereich. Okay, das können wir uns jetzt mal angucken, richtig? Genau. Okay, also einmal Personalausweis, Handy muss ich auch abgeben. Hier muss man auch aufpassen, dass auch natürlich die ganzen gefährlichen Gegenstände, wie auch Drogen, diverse Sachen nicht reingeschmuggelt werden. Deswegen erfolgen die Kontrollen so stark. Morgen. So, jetzt befinden wir uns hier im Inneren, den Neubau. Das Haus ist in Wagenburgform erbaut worden. Die Station befindet sich im Hof selber drin und von außen ist die Mauer. Dass wir hier an der Seite, die ersten Stationen sind Krisenaufnahmestationen. Deswegen sind die auch noch besonders noch mal mit Zaun umzäunt. Wie viele Patienten sind hier in diesem ganzen Gelände untergebracht? Wir haben insgesamt ca. 185 Patienten, die insgesamt hier in der Forensik untergebracht sind. Okay. Also ich hätte gedacht, dass es das so ein bisschen trister ist. Aber es ist ja schon sehr grün, man sieht Pflanzen, Blumen und so. Sie sollten Wohnchen auch Charakter haben, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich auf Therapie einlassen. Das ist sehr wichtig hier. Also ganz allgemein, welche Patienten werden in der forensischen Psychiatrie behandelt? In der forensischen Psychiatrie 1 werden Patienten untergebracht mit Psychoseerkrankungen, Schizophrenie, Psychose. Manche leiden unter Wahnvorstellungen, dann ist das für die reales Leben, was für uns ganz anders ist. Und in einer anderen Abteilung werden Persönlichkeitsstörungen behandelt, auch Intelligenzminderung. Also deswegen sind die ja auch schuldunfähig. Genau. Bei der Verurteilung werden die alle meisten Patienten freigesprochen, aber das heißt nicht, dass die dann rausgehen. Da wird noch eine Maßregel angesetzt und Maßregel heißt, dass die zu uns kommen. Was heißt das genau, dass wenn man schuldunfähig ist? Dass die während ihrer Taten gar nicht sie selbst waren. Viele Patienten können sich tatsächlich nicht daran erinnern, wie das passiert ist. Viele sind fremdgesteuert worden durch die Stimmen hören. Also was für Taten sind das so mit denen, die Patienten hierher kommen? Also was muss man getan haben, um in die forensische Psychiatrie zu kommen? Es gibt Beschaffungskriminalität, fängt von Körperverletzung bis zu ganz starken Delikten, Morden. Es ist alles vertreten hier. Das wird ja immer begutachtet. Das ist nicht so einfach, dass man nach der Urteile hier hinkommt. Da wird genau geguckt, ob der Patient schuldfähig oder nicht schuldfähig war. Also das heißt, hier in dem Bereich geht es erstmal los. Also wenn man quasi im Gericht verurteilt wurde, dann kommt man erstmal hierher. Und dann kommt die Diagnose und dann wird man irgendwie weiter verteilt in, dem ganzen, genau. in der ganzen genau. Psychiatrie. Aber wie unterscheidet sich jetzt hier dieser Hochsicherheitsbereich von einem typischen Gefängnis? Hier ist das so, dass die Patienten hier nicht nur verwahrt werden, sondern auch Therapie machen. Das heißt, die werden auf das Leben draußen noch mal vorbereitet. Im Gefängnis ist es so, dass du sitzt deine Jahre ab, du hast feste Datum, wann du rauskommst und hier ist das nicht so.
Hier gibt es kein festes Datum. Im Hochsicherheitsbereich dürfen wir leider nicht drehen. Dafür auf einer geschlossenen Therapiestation. Dort sind Patienten untergebracht, die sich bereits länger in Behandlung befinden. Perfekt. Dann kriegst du von mir für heute Tag unsere Ausstattung. Mhm. Wir haben alle Personennotrufgeräte. Die müssen wir immer am Mann tragen. Warum habt ihr dieses Gerät? Also wofür ist das wichtig? Damit können wir uns bemerkbar machen, wenn irgendwas passiert auf Station, wenn wir angegriffen werden. Das ist ein Lagealarm, du musst das Gerät jetzt gerade halten. Das war jetzt nämlich das Alarm. Wenn du liegen bleibst, gibt der Gerät von sich selber schon einen Piepton und dann wird man sofort aufmerksam. Dann kommt eine Alarmgruppe, dann kommen die Mitarbeiter dann zusammen und dann wird geguckt, was los ist erstmal. Aber passiert das denn mal, dass man da den Knopf drücken muss, also weil Patienten übergriffig werden? Oder? Genau, da wir die Patienten schon lange kennen, merken wir schon, wenn der psychisch instabil wird, können wir auch selber den Alarm auslösen und dann kommt die Hilfe von außen. Aber wie ist das? Hast du irgendwie Angst vor deinen Patienten? Nein, aber Respekt habe ich von Patienten. Wir können die recht gut einschätzen, aber trotzdem, du weißt nicht, was im Kopf vorgeht. Es gibt ja auch Leute, die wirklich nichts dafür können und nur Ausweg haben, jemand anzugreifen. Hier passiert das selten, aber das passiert in Forensik, muss man so sagen. So, jetzt betreten wir die Station. Das sind alles so Patientenzimmer. Okay. Und dann kommen wir hier zu unserem Tagesraum, wo das ganze Leben eigentlich abspielt. Hier können die Patienten ihr Essen einnehmen, die können sich den ganzen Tag hier aufhalten. Mhm. Wir haben auch unseren Büro, wo wir als Pflege den ganzen Tag zur Verfügung stehen. Wir haben auch Gartenausgang. Ja, sieht schön aus. Und die Gartengestaltung machen die Patienten auch. Ist das denn eigentlich gerecht, dass jetzt Menschen, die teilweise ja schwere Straftaten begangen haben, in so vergleichsweise schöne Einrichtungen kommen, wie das hier der Fall ist? Die Patienten erleben das anders. Also für die ist das genauso auch eine Strafe auf irgendeine Art und Weise? Ja, du darfst nicht vergessen, die sind alle auch erkrankt. Wenn die hier ihre Therapie gemacht haben, kann sein, dass die auch länger ist als so eine Gefängnisstrafe. Aber die gehen hier raus und die können ihr Leben fortsetzen. Das finde ich, wenn Menschen, die unter Erkrankung so eine Tat begangen haben und dann so eine Möglichkeit kriegen, draußen nochmal zu starten, mit Unterstützung schon gerecht. Als nächstes werde ich einen Patienten kennenlernen, der hier in der Klinik untergebracht ist und den ich den Tag über begleiten darf. Ich bin schon sehr gespannt. Hallo. Hi, Tag. Ich bin der Martin. Felix, hi. Wieso bist du hier? Ich bin wegen Körperverletzung hier im Delikt. Diagnose paranoide Schizophrenie. Martin erzählt mir, dass er früher einmal im Gefängnis war. Durch seine Diagnose kam er dann für 3 Jahre in den Maßregelvollzug. Nach seiner Entlassung hat er gegen Bewährungsauflagen verstoßen und ist deshalb seit 7 Monaten wieder in der forensischen Psychiatrie. Hier besucht er unterschiedliche Therapiemaßnahmen. Ich begleite ihn heute erstmal zur Arbeitstherapie. Als du jetzt so das erste Mal hierher gekommen bist, was war das so für eine Tat? Also du hast Körperverletzung begangen? Ich habe Körperverletzung begangen. Das war auch, weil du gerade in deiner Krankheit warst? Ja, ich war in meiner Krankheitsphase und da habe ich dann ein Delikt begangen und deswegen wurde dann auch die Unzurechnungsfähigkeit erklärt und wurde die Unterbringung in psychisches Krankenhaus. Das ist eigentlich besser, weil da wird auch mehr erprobt, wie man ist im Alltag und da lernt man die Leute besser kennen, anstatt nur einfach weggesperrt zu werden und dann die Zeit abzusitzen. Ja. Hier ist auch ein bisschen mehr Freiheit. Ich bin für die Klinik auf jeden Fall besser. Was ist jetzt deine Aufgabe heute? So, meine Aufgabe ist heute, das sind Gummiringe. Hier kommen 50 Gramm Gummis rein. Ja, und dann werden die in die Tüten eingepackt. Ja, und dann werden die weiter verarbeitet mit Kartons und sonstige Sachen. Also das heißt, du sitzt dann hier ein paar Stunden lang und verpackst Gummis? Ja, das sind von morgens 8 Uhr bis 10:45. Okay. Und dann kann man hier die Aufgaben betätigen, die angeboten werden zur Therapie. Wie ist das so für dich? Also macht dir die Arbeit Spaß? Die Arbeit macht Spaß, auch in dem Sinne, dass da meine eigene Belastung erprobt wird, wie das ist in diesem Zustand, um besser mit der Krankheit klarzukommen. Mhm. Unter Stress, dass es nicht wieder zu Gewalttätigkeiten ausbricht. Welche Therapie machst du noch neben der Arbeitstherapie? Ich mache eine Gesprächstherapie. Dann werde ich an der Suchtgruppe teilnehmen. Die Einlassung auch der Medikamente ist eine Therapie. Die helfen mir auch, über den Alltag klarzukommen. Auf welche Art und Weise kann Arbeit denn helfen, mit so einer Erkrankung besser klarzukommen? Arbeit kann jemand aus der Isolation rausholen. Wir haben Patienten, für die das einfach nur auch Tagesstruktur ist. Und wir haben Patienten, wie zum Beispiel im Küchen- oder Fahrradbereich, die wirklich schon sehr komplexe Arbeiten mit unserer Unterstützung dann machen. Bei anderen Patienten ist es so, dass ganz andere Fähigkeiten geschult werden müssen, soziale Fähigkeiten, wie man miteinander spricht,
dass man ja, sich zum Beispiel nicht anschreit, ne, wenn man jetzt irgendwie miteinander kommuniziert, sondern dass man auch so Regeln einhält. Man kann gucken, wo liegen die Stärken von dem Patienten und wo liegen die Schwächen. Mhm. Und danach kann man gezielt mit den Patienten quasi so eine Perspektive nach der Unterbringung erarbeiten. Jetzt zeigt der Martin uns mal sein Zimmer. Bin gespannt, wie er wohnt. Da lebe ich, das ist mein Bett, mein Fernsehen. Hat das jeder, oder? Jeder Patient könnte den Fernsehen sich anschaffen. Genau, mit einem Mitpatienten noch. Das heißt, man teilt sich seine Zimmer? Man teilt sich seine Zimmer, ja. Ist auf jeden Fall geräumig hier, aber so mega viel Zeug hast du ja dann auch gar nicht. Und du sammelst Uhren? Ja, so ein bisschen, die man sich so aneignet. Und wie unterscheidet sich jetzt so ein Zimmer hier von so einer Zelle, vielleicht auch im Gefängnis? Die Zimmer hier sind größer als eine Zelle und so Fenster, die nicht ganz aufgehen, aber... Aber keine Gitter davor? Keine Gitter davor, ja. Okay. Gibt es denn Dinge, die dir hier fehlen, die du draußen gehabt hast? Es fehlt manchmal so der Alleineausgang, rausgehen einfach so, ohne irgendwo jetzt laufen in Begleitung. Aber sonst ist das alles... Wir teilen jetzt das Essen aus für die Patienten. Es gibt drei verschiedene Menüs. Herrenstipp, Rinderfrikadelle und Tortellini mit Käsefüllung. Und so wird das jeden Tag angeliefert. Das Essen ist recht in Ordnung. Können wir auch anfangen. Eine Rinderfrikadelle. Okay. Wie ist das so? Hast du hier eigentlich schon irgendwie so Freunde gefunden? Oder wie ist so das Verhältnis mit den anderen Patienten? Ja, es gibt so lediglich Bekanntschaften, die man hier pflegt. Aber so richtig Freunde habe ich noch nicht gefunden. Nur Bekanntschaften. Okay. So. Bitte schön. Dankeschön. Was machen wir jetzt hier genau? Ich stelle jetzt die Medikamente für Mittag bereit, weil die Patienten bekommen ja alle Medikamente. Wie wichtig sind so Medikamente hier in dem Job? Wenn die hier zu uns in die Klinik kommen, wird angeboten, dass die Patienten Medikamente einnehmen sollen. Und es gibt Patienten, die tatsächlich sagen nein. Es gibt aber welche, die tatsächlich so leiden, dass sie das ausprobieren und merken, hey, es tut mir gut, ich höre die Stimme nicht mehr. Es gibt auch Medikamente, die Ängste Patienten nehmen. Dann kommen die selber und holen die Medikamente. Ab. Was für Herausforderungen gibt es bei der Arbeit mit psychisch kranken Menschen? Du musst immer Feingefühl haben, wie du mit ihm Kontakt aufnimmst, wie du mit ihm Gespräche führst, damit er nicht so gereizt reagiert. Was passiert, wenn jetzt Patienten mal Pflegekräfte angreifen? Das passiert auch. Zur Reizabschirmung kommen die dann in Forensik-Neubau, werden die dann isoliert. Gibt es da so, wie man das so klassisch vielleicht kennt, so Gummizellen oder sowas in der Art? Gummizellen gibt es nicht mehr. Das gab es mal in der alten Psychiatrie, aber hier gibt es keine Gummizellen. Hier gibt es so Isolierungsräume. Das ist ein Raum mit einem Bett, einer Matratze und Fixiermaterial. Die sind mit Kamera ausgestattet, sodass die Patienten auch unter ständiger Aufsicht sind. Da werden die Patienten zur Reizabschirmung oder wenn die fremdaggressiv sind oder eigenaggressiv sind, halt isoliert oder auch fixiert. Und dann ist eine Pflegekraft immer dabei, sodass die auch in Fixierung, dass den Leuten nichts passiert. Dann wird halt durch die Gespräche ermittelt, warum das so gekommen ist, warum hat er so reagiert, ne? Warum ist das zu diesem Übergriff dann gekommen. Jetzt hast du Zeit für ein bisschen Ausgang, richtig? Genau. Das bedeutet, innerhalb des Geländes kann man sich mit einer Begleitung bewegen. Einfach ein bisschen spazieren gehen. Einfach spazieren gehen, abschalten. Kannst du irgendwie erklären, wie sich so eine Psychose anfühlt, wie man sich das vorstellen kann? Weil für mich ist das ja natürlich schwer, mich da so in dich hineinzuversetzen. Ja, im ersten Sinne ist er ein Schub des Körpers und spielt sich aus in Angstzuständen, verbale Aggression bis hin zu körperlicher Aggression. Und paranoide Schizophrenie ist noch danach noch paranoid gegen andere Leute, weil der Kopf nicht mehr zu viel Dopamin bekommt und nicht mehr sortiert nachdenken kann. Okay. Und dann aus der Angst hinaus greift man dann Leute an. Oder, weil man dann denkt, okay, die wollen mir was Böses? Ja, oder? Genau, weil man die dann ausblendet und so. Glaubst du bist noch gefährlich für andere Menschen? Gefährlich bin ich in dem Sinne auch noch, weil, wie gesagt, dass die Therapie noch nicht fortgeschritten ist genug, um das zu beurteilen. Bis jetzt soweit komme ich gut mit dem Pflegepersonal und die Außenumwelt gut klar. Du bist ja jetzt in diesem offeneren Bereich. Warst du auch mal in diesem Hochsicherheitsbereich? Ja, ich war auch in den Neubau, in den 27. Wie ist das so im Vergleich, weil man da ja schon so ein bisschen mehr eingesperrt ist. Ich bin ja hier eingeliefert, auch mit Drogenentzug noch. Da hat es Überreize gegeben und dann war das schon gut, dass ich in den gesicherten Bereich bin, wo auch keiner an mir dran konnte oder sonst was. Musstest du dann auch mal in so eine Einzelisolierzelle? Ich bin sofort in eine Isolationszelle gekommen, okay. Weil ich auch toxidiert war. Und toxidiert darf man nicht auf die Patienten zugehen, auch allein durch den Schutz. Und wie ist das dann so in so einer Isolierzelle? Es ist einengt nach einer Zeit und
wo man einen Bewegungsdrang hat, aber wusste ja, dass das weitergeht irgendwann. Deswegen hat man das so unterdrückt ein bisschen und sich darauf speziert. Wie lange sind die Patienten hier im Durchschnitt untergebracht? Man kann sagen, so 6 bis 7 Jahre sind durchschnittlich hier. Das hängt ja immer von Person ab, wie weit er sich auf Therapie einlässt, ob das schwerwiegend Delikt war, ob der Patient Einsicht zeigt, ob der Patient mitmacht. Das sind ja Faktoren, die alle zusammenkommen. Gibt es denn Patienten, die im Maßregelvollzug bis zum Ende ihres Lebens bleiben? In meiner Zeit, die ich jetzt hier bin, habe ich einen Patienten erlebt, aber der ist jetzt beurlaubt ist. Der ist hier in der Klinikgelände beurlaubt. Der hat so viele Jahre hier verbracht, wie ich alt bin. So. Und das ist erschreckend. Jetzt habe ich gehört, dass es in der Vergangenheit auch schon Fälle gab, dass Menschen lange in einer forensischen Klinik gesessen haben, aber dann irgendwie herauskam, dass das zu Unrecht der Fall war. Wie kann man verhindern, dass sowas passiert? Deswegen finden auch jährliche richterliche Anhörungen statt. Und da sind ja nicht nur ein Richter vor Ort, sondern mehrere Richter. Da sind auch Rechtsanwälte bei und auch Vertreter von Patienten. Die Patienten sind bei und das kann man schon gut besprechen. Was würdest du denn sagen, wie hat sich die forensische Psychiatrie in den letzten Jahren so entwickelt, verändert? Die Patientenzahlen, die steigen. Wir erleben, dass auch Patienten deutlich jünger werden. Was glaubst du, woran liegt das? Viele, die zu uns kommen, haben eine Suchtgeschichte auch im Hintergrund und entwickeln aufgrund der Suchtgeschichte oder Drogenkonsum entwickeln eine Psychose. Es kann aber auch schon von Kindheit an sein, dass die Patienten schon irgendwie auffällig waren und das dann mit den Jahren und Konsum von Drogen auch verschlimmert. Wie ist das für dich, nicht zu wissen, wann du tatsächlich rauskommst? Ist ein bisschen verzweifelnd, weil man weiß ja auch dann im Endeffekt nicht, wie die Beurteilungen sind. Aber wenn man das dann als Vorteil nimmt und sieht auch die Fortschritte selbst noch in sich, dann kann man mit akzeptieren. Das heißt, du gibst einfach dein Bestes, schnell Fortschritte zu machen? Die Fortschritte erlernt man sich und dann gucken, ob man stabil ist und dann Neustart. Versuchen, ohne Konsum auszukommen. Das war mein Tag in der forensischen Psychiatrie. An dieser Stelle ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass natürlich nicht alle psychisch kranken Menschen Straftaten begehen und in so einer Klinik landen. Aber es gibt eben einige wenige Menschen, die durch ihre Erkrankung nicht steuern können, was sie tun und dann eben auch straffällig werden können, wie das bei Martin der Fall war. In der forensischen Psychiatrie wird dem Patienten dann geholfen, mit ihrer Erkrankung umzugehen und einen Weg zurück ins normale Leben zu finden. Und gerade wenn sich die Patienten auf die Therapien einlassen und Behandlungserfolge zeigen, können sie sich hier einige Freiheiten erarbeiten. Allerdings sieht der Alltag in den Hochsicherheitsbereichen wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Und die Patienten wissen nicht, wie lange sie hier bleiben müssen. Und das stelle ich mir schon ziemlich belastend vor. Was denkt ihr über das Thema? Schreibt es gerne in die Kommentare. Hier geht es zu einem weiteren Video von mir und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen.